Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Doch, passt. Sieht aber irgendwie ein bisschen so aus. Also, ich habe immer das Gefühl gerade, eine Seite ist länger als die andere. Wo? Oh. Jetzt muss ich hier mal abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hier passt es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shit. Gottverdammte Scheiße, echt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann habe ich mich gerade verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, passt. Ah, ich habe mich schon gewundert. 15, bei 15 hast du eigentlich immer die Mitte. Ungerade Zahlen kannst du nämlich immer so ausrichten, dass du eine Mitte hast. Bei geraden Zahlen, deswegen habe ich hier nur 14 genommen, hast du hier vorne halt sowas Doppeltes, weil das Doppelte habe ich jetzt hier wegen der Treppe gemacht. So, dann kommt hier nochmal eine Laterne hin. Wo? Oh. Und hier vorne nicht. Dann brauche ich jetzt noch ein paar mehr. Jetzt habe ich natürlich kein Holz mehr hier. Habe ich noch Stämme? Ja, habe ich noch. Wie weit sind wir denn hier? Ja. Da ich ja nun mitgekriegt habe, dass ich da oben die Zäune, also die Brüstung, nicht so hinsetzen kann, wie ich will, ist das Eisen jetzt vollkommen umsonst. Das kann ich mir mit nach Hause nehmen dann. Oder ich mache mir hier Eisenleitern hin und aber das ist eigentlich eh wurscht. Guck mal hier, du kannst sogar mit Iron Bars besser bauen als mit Wood Frames. Max Load 36, Hardness 8, Hardness 15, Max Load 320. Fast das Zehnfache. Jetzt brauche ich ein paar Stöcker. Das reicht erstmal. Ja, dann brauche ich noch eine, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf oben habe ich schon. Ja. Drin habe ich auch, also fünf. Gras brauche ich nicht. Okay. So, dann machen wir mal... Ach ja, jetzt kann ich aber zählen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habe ich den jetzt hinten mitgezählt? Das sind 8. Hier 3, da 3, hier 2. 8. 12. Das heißt, ich brauche... und okay. Das müsste klappen. Ja. Wird knapp, aber es passt. Von denen habe ich zum Glück schon welche. So, du dahin. Du dahin. Dann der beleuchtetste Außenposten in der Geschichte von Seven Days to Die. Okay. Stört ja keinen. Das ist ja das Witzige. Das wird ja alles von der Fackel getragen hier.
Ach, siehst du, viel höher hätte ich die gar nicht machen können, wegen der Ecke hier. Da ist schon. Dann einmal noch hier bitte, einmal noch da bitte. Und fertig. So, dann brauche ich hiervon noch zwei. Die kommen dann zum Schluss. Jetzt mal erstmal hier unten weiter. Wo sind sie? Da sind sie. Bin mal gespannt, ob das tatsächlich stimmt, dass der Mais hier eigentlich wesentlich besser wächst als in den anderen Biomen. Er sollte hier zumindest größer werden. Mir war so, als hätte ich damals in meinem ersten Versuch, das Spiel zu spielen, in so einem Flachlandbiom hier so eine Dreierhöhe gehabt. Normalerweise sind sie immer zwei hoch, das heißt einmal unten fünf, oben drei oder so. Das war oben drei, das konnte ich komplett wegmachen und es ist dann nachgewachsen. Oben kann aber auch wegen dem Patch rausgegangen sein oder so. Oben 3 und dann 2x5. Wie gesagt, es kann auch rausgepatcht worden sein jetzt, aber mir ist so, als wäre damals dann so ein Dreier raus geworden. Und auch nur hier. Aber naja, wie gesagt. Ich habe dann nämlich, glaube ich, beim nächsten Patch, der da rauskam, da war dann irgendwie was nicht in Ordnung. Ich glaube, wegen irgendwas ist dann meine Map, habe ich die gelöscht. Kann doch sein, dass ich neu anfangen wollte. Und dann, ja, dann ist das jetzt so gewesen. Danach habe ich das nie wieder hingekriegt. Das habe ich dann aber darauf geschoben, dass ich dann nie wieder hier in so einem Biom gebaut habe. Ich habe dann nämlich immer in Waldbiom gebaut. Oder, was waren das andere? Wüste. So, jetzt hier nochmal. Und dann machen wir den Deckel noch zu und dann mache ich den Liegen auch wieder aus. Hier rum sind die ausgerichtet, so rum. Fertig. Können wir mal einmal von außen gucken. Sieht ein bisschen komisch aus. Sieht ein bisschen sehr komisch aus. Oder hätte ich sie auf den Boden... Ich glaube, ich hätte die einfach nur draufstellen sollen. Na, ist ja nicht so schlimm. Ich kann sie wieder wegmachen. Ich durfte da eigentlich alle Rohstoffe wieder rauskriegen. Dann nehme ich die Poles weg und dann sieht es nicht so aus, als wäre das da oben Käfer oder sowas. So, sprich, das kommt hier hin. Und dann der Zaun direkt drumrum. Wobei, das ist aber auch gar nicht mal so übel. Wenn man das so hoch stellt, kann man dann zumindest bei einigen Laternenvarianten vortäuschen, als würde man das irgendwie, keine Ahnung, extra offen haben, damit da mehr Licht rauskommt. So. Sieht aber auch irgendwie scheiße aus, ne? Passt irgendwie überhaupt nicht. Ich glaube, ich nehme das komplett weg von oben. Lass die eine Fackel unten da drinne und schau dann mal, wie das beleuchtet ist. Aber so, damit kann ich mich nicht anfreunden. Kann ich da eigentlich so ran? Nee. Warte mal, ich muss doch bloß den Pol wegschlagen, dann bricht doch alles ein.
So. Okay, ich wollte mir einen Desk herstellen, aber dazu brauche ich jetzt wieder rotes Holz. Habe ich nicht. Habe ich noch... Nee, Eisen habe ich auch alles verkloppt. Eisen. Ich müsste mir eigentlich einen Eisentisch herstellen können. Machen wir es mal anders. Desk. Nee, ich kann mir nur einen Desk-Safe herstellen. Shit. Hier gibt es doch bestimmt keine roten Blumen. Mal werde ich die Zäune los hier. Wie bitte? 1:48 für so einen scheiß Zaun. Das ist sehr heftig. Wie viel braucht denn so eine Planke hier? 12 Sekunden. Ja, doch, kommt eigentlich hin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das 36 mal 3. Ja, doch, kommt eigentlich hin. Aber warum haben denn die Poles? Die Poles haben weniger. Das Ding hat 12, da brauchst du 3 Stück für, aber kriegst du 4 raus. Doch, ist mehr. Ach, ist egal. Hm. Erstmal ein bisschen wegpacken. Jetzt gehe ich mal nach roten Blumen suchen und noch ein bisschen Holz holen. So viel wie mein Benzin noch aus der Kettensäge hergibt. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? 75, ja, damit kriege ich noch ein paar Bäume. Aber ist euch mal aufgefallen, dass auf dem Server hier wesentlich weniger Horden kommen als drüben? Bei meinem Singleplayer, also wenn ich das auf meinem PC gemacht habe. Ich finde das irgendwie schon sehr auffällig. Weil es eben auch auffällig ist, dadurch, dass jetzt hier keine Horden kommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Du wirst als Zuschauer angezeigt, ja? Zumindest ist einer die ganze Zeit online. Ab und zu kommt ein zweiter dazu, aber das weiß ich nicht genau, ob das an dir liegt, weil du ab und zu bufferst. Oder ob das tatsächlich nochmal ein zweiter Zuschauer ist, der allerdings dann gleich wieder wegschaltet, weil er irgendwie dann nicht so einverstanden ist mit dem, was ich biete. Nee, jetzt haufenweise Mais, aber keine rote Blume. Und da hinten ist das Ding jetzt die Grenze, aber ich habe jetzt natürlich auch keinen Benzin mehr in meinem... Doch, 43. Dann reicht es gerade noch so für den Sandweg. Wenn ich schon mal hier bin. Ach, du passt das nicht mehr. Was ich für einen Server habe, ich habe keine Ahnung. Ich kann sein, dass ich jetzt immer noch auf Paris bin. Ich hatte aber zwischendurch ab und zu mal auf Deutschland, aber ich glaube, ich bin auf Paris. Jetzt ist Schluss. Ja,
Ja, aber es ist ganz gut so, wenn es nicht buffert. Ich hoffe mal, dass es bei meinem Kumpel dann funktioniert. Das wäre echt cool. Was ich auch ganz gerne wissen wollen würde, ob das Biofuel weiter gebrutzelt wird, während ich weg bin. Aber ich glaube eigentlich schon. Ich weiß nämlich nicht genau, ob du die letzte Folge jetzt gesehen hast, beziehungsweise den letzten Stream. Da habe ich halt sehr viel Biofuel versucht herzustellen. Da stand irgendwie 180 Minuten. Also 4 Stunden oder so. Nee, 3. Es ist ganz schön viel. Und dann will ich auch mal sehen, wie viel Benzin ich da draus kriege. Ich habe das extra laufen lassen, eben weil ich raus bin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das damit funktioniert. So, jetzt muss ich mal ganz kurz... Guck mal, hier wuchs ein Baum mitten in einem verbrannten Ding. Die armen Leute, die hatten einen Baum im Haus. Nee, was wollte ich gucken? Genau, eben fix nach einem Topf suchen. Achso, ich spiele auf einem Server, ja. Ich habe mir bei Nitrado jetzt einfach einen geholt. Das geht einfach wesentlich einfacher, weil da habe ich komplett Adminrechte. Da kann ich zugreifen, wann ich will. Ich kann draufladen, was ich will. Kann damit machen, was ich will. Ich habe das halt mit einem Handgriff. Und kann da auch jederzeit alles selber direkt machen. Ach so, warte mal. Das stimmt ja, du kannst ja dann theoretisch mitspielen. Theoretisch. Du hast gar kein Twitch mehr. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Zack. Ja. Weiß ich nicht, wo könnte denn jetzt... Da vorne gehe ich nochmal lang, dann schließe ich den Kreis jetzt und gehe dann hier vorne nochmal runter. Ich hoffe, dass ich da noch einen finde, ansonsten muss ich jetzt erstmal die Nacht über ohne bestehen. Und beim nächsten Mal muss ich mir dann merken, dass ich einen mitnehme. Mache ich erstmal die leer. Warte mal. Achso, nee. Da müssen sie aber auch noch mal ein bisschen beim Loot gucken. Da ist irgendwie so ein bisschen... Scheiße verteilt. Die Zombies, die müssten eigentlich ein bisschen mehr droppen. Und wenn es nur unnützer Scheiß ist, aber die müssten diesen unnützen Scheiß droppen, weil normalerweise hast du den ja auch dabei. Ah, ein Topf. Hat sich erledigt. Wenn es nur eine Armbanduhr ist, die dir dann einschmilzt. So. Was haben wir denn eigentlich da? Habe ich noch, kann ich noch ein bisschen Scrap mitnehmen? Ja, aber rote Blumen habe ich jetzt gar nicht hier gefunden. Ich glaube, hier wachsen keine. Scheiß was drauf. So, random sind echt viel unterwegs, aber Horden. Vielleicht kommt ja die Nacht ein. Guck mal, die sind schon wieder alle respawned hier im Gebäude. Achso, nee. Neu gestartet habe ich noch nicht. Die dürfen eigentlich gar nicht da sein. Waren wohl noch am Rand ein paar. Okay, dann habe ich jetzt erstmal keinen Desk. Sehr, sehr schade.
Ne, egal. Eisen brauche ich nicht, da habe ich genug. Da könnte ich dann noch die anderen Spitzen aufrüsten und dann muss ich mal schauen. Aber gefällt mir schon mal, wie ausgeleuchtet das hier ist. Und ich bin auch gespannt, wie weit dann das Biofuel ist. So, das kann eigentlich alles drinnen bleiben hier. Ja, die brauche ich nicht mehr. Es kommt noch drin. Ach ja, genau, der Sand. Ja. Ich switche jetzt aber nicht wegen dir raus, um dir gute Nacht zu sagen. Nicht aus meinem Stream. So, dann, warte, ich brauche mal ganz fix. Warte, machen wir das mal fix leer machen hier. Wie viel müsste denn da rein? 4 Sekunden. Ich versuche mal nochmal ganz fix da den einen Ding jetzt rauszuholen. Da ist nämlich noch genug Eisen im Mold, um den Barren voll zu kriegen. Ja, hat gereicht. Dann kann ich jetzt nämlich mit dem übrig gebliebenen Lehm, den ich hier noch habe, ja, so ein Glasmold machen. Und dann habe ich hier noch 30 Sand, das kann ich dann umwandeln. Mir fehlt... Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Mir fehlt eine Wasserquelle. Ja gut, ich kann mir einen Spaten machen, das ist ja kein Problem. Dann kann ich mir hier vorne eine Wasserquelle reinsetzen. So. Der kommt jetzt mal hier links rein. Ich meine, das mit dem Sand hat ja... Also, funktioniert irgendwie. Hier jetzt hier vorne, ja, gut. Ist jetzt doof, aber... Sieht okayisch aus. Kannst du zwar von der Farbe her kaum unterscheiden. Aber ist egal. So, dann mache ich hier draus Crushed Sand. Sand. Und dann kann ich das nämlich einschmelzen. Und zu Glas machen. Und dann später, wenn hier vorne der Mais fertig ist, kann ich dann Mehl draus machen und Kartoffelbrot. Nicht Kartoffelbrot, Maisbrot. Hier kann ich dann das Wasser drin abkochen und dann ist gut. Jetzt habe ich hier überall die Kohle verteilt. So. Mache ich mal hier in das Sink, mache ich dann halt das, die Getränke und so weiter rein. Eigentlich könnte ich hier drin... Ja, pass auf. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Dann mache ich die hier und da. Die beiden Kisten rein mit dem Zeug, was ich jetzt hier noch habe. Das werde ich ja nicht mitnehmen. Außer das Eisen. So, damit kann ich reparieren. Das bleibt hier. Das bleibt auch hier. Die Couch bleibt auch hier. Hell. Ja, das. Das war's eigentlich. Den Rest da drin, von da drin brauche ich gar nicht. Und den Dreck, ja, mein Gott. Die Steine brauch ich auch nicht, aber ich glaube, davon habe ich noch so einen kleinen Stack. Das heißt, die nehme ich noch mit raus. Der Rest kann da meinetwegen drin versauern. Oben kommen dann die Möbel hin. Hier ist das ganze Holz. Den Candlestick nehme ich mal noch mit. Die Tin Cane nehme ich dann eigentlich auch weg. 2 Sekunden. Könnten eigentlich, die müssen hier bleiben. Okay.
Dann kann nämlich hier überall... Ah, ich kann das... Oh doch, es geht noch. Kann ich hier das Essen reinpacken? Hier ist dann halt das Wasser unten irgendwie. In der Spüle. Dann hier oben kommt das Essen rein. Sehr gut. 16 Minuten. Da kommt eine Menge bei rum. Aber wenn ich das nächste Mal wieder hier bin... 1, 2, 3 müsste reichen. Erwartet mich genug Wasser. Und ich kann das Ding nicht mehr benutzen. Ach doch. Um den Mais fertig zu kriegen. Okay. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Jetzt ist sie schon mal leer. Nee, ist sie nicht. Ich wundere mich gerade, ob man die Kisten eigentlich aufwerten könnte. Nehmen wir mal ein bisschen Scrap mit raus und schau mal nach. Oder ein bisschen Holz hier. Nein. Aber warum haben die dann zwei Stufen? Wenn sie komplett leer ist und man haut die Stufe kaputt, kriegt man da nämlich eine Spinnenwebe raus. Das wundert mich halt. So, also, die Nacht werde ich jetzt noch hier bleiben. Die ist allerdings noch ein bisschen hin. Ich hätte jetzt hier vorne ganz gerne echt einen Tisch. Da fehlt dann halt aber, wie gesagt, noch das Ding jetzt. Da muss ich dann irgendwann nochmal herkommen. Ansonsten, hier oben, das ist jetzt fertig. Gleich hier und da noch ein Stühlchen oder sowas. Oder irgendein bisschen Dekoration hier irgendwie. Ansonsten ist das soweit erstmal so, wie es jetzt sein soll. Man hat hier einen guten Ausblick, kann hier überall rundherum schießen. Und da sieht man auch nochmal, was ich jetzt meinte mit dem Flachlandbiom und dem, das sei sehr gut geeignet, um Zombiehorden abzuwehren. Du hast wirklich einen... Ach, jetzt ist der Scheiß hier schon wieder. Einen sehr guten Blick rundherum. Ja, kannst du mal bitte den scheiß Cursor da oben wegmachen? Danke. Man sieht hier... Da höre ich doch was. Man sieht die Horde hier wirklich vom Horizont an herkommen. Soweit jedenfalls die Berechnungsreichweite und auch schön hell hier unten durch die Deckenbeleuchtung, ne? Und die Sichtweite funktionieren. Ich höre es schon wieder. Jetzt habe ich aber vergessen, was ich noch machen wollte. Das gibt's doch nicht. Irgendwas wollte ich da oben jetzt noch hinbatschen. Nö, ich vergessen. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ist das jetzt meine Nachthorde, ja? 5 Zombies? Na schön. Dann nehmen wir mal die 15. Machen daraus mal ein Scrap. Ich hoffe, dass ich dann damit meine letzten Stacheln aufwerten kann. Langweilig. Ja gut. Dazu ist das Flachlandbiom hier da. Damit kannst du nämlich wirklich wunderbar die Horden abschießen. So, was ich jetzt eigentlich machen wollte, die
Na gut, solange sie noch langsam sind, ich mach mal fix die Viecher hier unten. Dann mache ich die Hatches. Falls ich überhaupt hinkomme jetzt mit den 90. Mal schauen. Nehmen sie mal da rein. Na, kommst du? Ja, okay, danke. Das, geht das so? Kann ich da durch? Nein. Hier vorne waren jetzt, glaube ich, noch... Ja, gut, okay. Ne, ich brauche mehr. Ja, komm. Scheiß drauf. Zack. Wenn noch Scrap übrig bleibt, dann mache ich da draus einfach irgendwann wieder so eine Scrap-Wall. Ja, könnte reichen jetzt. Und klatsch die irgendwo hin. So, derweil mal ein bisschen Holz nehmen. Dann kommt da eine... Hier kann keine Hatchet rein, weil die scheiß Leiter schon ist. Hier oben kann ich eine hinmachen. Aber hier nicht. Das ist jetzt... Das... Oh, scheiße. Wirklich schade. Entschuldigung. Ach, mein Gott. Weil... Durch die Hatchet, wenn sie zu wäre, hätte ich da oben nochmal so einen Meter Fußweg, also Wohnfläche mehr, wenn du so willst. Danke. Ja, sieht gut aus. Passt. So. Dann mache ich halt nur eine. Eine Wooden Hatch. So. Nein, bitte runter. Hier hätte das Teil eigentlich hingemusst. Aber geht halt nicht. Aber ich kann es immer noch hier oben demonstrieren. Oh, Marvelon. Hey, dich habe ich jetzt auch schon eine Weile wieder nicht gesehen. Willkommen bei mir im Stream. Das war vielleicht dumm. Ja, da kommst du kaum noch... Nee, das ist scheiße. Komm weg. Sonst kommt man da nicht ordentlich raus. Da bleibst du halt an den Ecken hängen. So. Sieht aber cool aus hier, ne? Mit der Beleuchtung. Gefällt mir richtig. Okay, dann kann ich jetzt eigentlich nichts weiter tun als warten. Hier mache ich die Tür mal zu. Hier auch. Das Gute ist, weil wenn du dir jetzt vorstellst, das ist so eine richtige Apokalypse hier. Dadurch, dass du hier unten so eine fette Stahltür hast und so einen richtig schönen Beton, könntest du hier vorne eigentlich, also mal ganz davon abgesehen, dass die Zombies sich erstmal hier stapeln müssten, bis sie da reinkommen. Und wenn es so à la The Walking Dead wäre, hättest du hier draußen noch so Stacheln, damit sie sich da erstmal aufhängen. Könntest du hier ganz in Ruhe schlafen. Weil die Leiter, die kommen so ganz sicher nicht hoch. Und schlimmstenfalls musst du hier noch ein Ding jetzt einbauen. Dann kannst du hier pennen. Hier kommt nichts rein. Ich habe mit der Nagelpistole was verstärkt, ja? Das ist richtig. Dazu ist die Nagelpistole da. Das ist quasi die... Das beste Verstärkungsding jetzt, das du haben kannst. Zuerst die Steinaxt mit 4. Dann der Franzose mit 3. Dann der Clawhammer. Ich kenne den deutschen Namen dafür nicht. Zimmermannshammer ist es nicht, so viel weiß ich. Mit 2. Und dieses Teil hier wertet sofort mit einem Klick auf.
Und man kann damit natürlich auch auf Zombies schießen, wenn man will. Guck mal, was da rauskommt, ey. Hä? Ich hab doch da einen Stock reingesteckt. Jetzt. So, die 64 nehme ich mit nach Hause. Die können hier bleiben, diese 18. Jetzt müssen wir warten. Das war das erste, was ich probiert habe, als ich die Nagelpistole gefunden habe. War naheliegend halt. Zumindest habe ich mir das so gedacht. Dann habe ich gesehen, oh, das geht. Das geht sehr gut. Und dann, naja, bin ich auch dabei geblieben. So, die Bücher nehme ich auch noch mit. Ja, und ansonsten, ich müsste mir hier eigentlich noch ein Bett reinbauen. Warte mal, das geht. Natürlich, das geht. Ja, okay, dadurch verliert man leider die Schlafmöglichkeit. Wo sind die Möbel jetzt hin? Ach, na blöd. Ich kann hier vorne einen Zweierblock raushauen. Kann hier einen Schlafsack reinlegen. Und dann hier wieder Möbel drüber packen. Jedes Mal, wenn du respawnst, backst du dann nämlich aus den Möbeln raus und stehst hier oben drauf. Und man hat trotzdem noch das Teil hier. Dann muss ich halt nur dafür sorgen, dass es hier so ist. So. Und dann ist natürlich der Tisch leider wieder ein bisschen eng. Das ist dann natürlich doof, weil das geht dann halt nicht. Also den Desk kann ich so dann leider da nicht mehr hinpacken. Vorausgesetzt, ich will hier spawnen. Oder natürlich, ich habe immer noch die Möglichkeit, den Schlafsack einfach oben aufs Dach zu legen. Das kann ich natürlich auch tun. Dann kann ich hier den Desk theoretisch irgendwann, wenn ich hier wieder herkomme, nochmal reinsetzen. Aber eigentlich gefällt mir das mit dieser Liegecouch hier besser. Das, weißt du, ich stelle mir das richtig vor, ich habe leider keine Couch. Ich habe nichts. Ich habe eine Klapp... Was ist das? Eine Klappliege. Ist ja nicht mal eine Klappcouch, ist eine Klappliege. Die ich nicht mal benutze. Das ist einfach für mich nur eine Ablagefläche. Das Einzige, was ich habe, ist mein Drehstuhl hier, auf dem ich den ganzen Tag sitze und arbeite und lebe, und mein Bett. Das war's. Ich habe noch ein paar Holzstühle, aber die sind mehr Deko, als dass ich sie benutzen würde. Ich habe ja nicht mal einen Esstisch. Esse am PC. Naja. Es kommt aber erstmal wieder rein. Autsch. Okay, ja, gut. Dann schlag doch mal was vor. Worüber könnte man denn reden jetzt hier? Jetzt muss ich irgendwie 10 Minuten rumkriegen, bis die Nacht oben ist. Erstmal was zu trinken. Ohne Koffein, versteht sich, weil den Energy Drink kann ich sonst nicht trinken. Moment. Wasser. Ja, Mensch, wie geht's denn euch so eigentlich? Was macht ihr so den ganzen Tag? Ich sehe ja... Naja, weiß ich nicht. Ich habe noch frei, deswegen... Ich habe die letzten paar Wochen auch keinen von meinen Kommilitonen gesprochen. Die waren ja teilweise und sind noch im Urlaub. Beziehungsweise zu Hause. Und solange nicht Dingens ist... Naja, da schreibt man sich nicht wirklich viel. 25, erstmal gucken. Und da wir jetzt sowieso ein bisschen reden müssen, was macht ihr denn so? Ich kann ja jetzt nicht leider sagen, wie auf YouTube, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Das könnt ihr gerne tun, aber die Kommentare gibt es hier nicht. Das, ja. Moment, ich muss gerade, ich antworte kurz im Chat. Weil wegen dem Gebuffere kann ich leider so nicht antworten.
So. Reparieren, reparieren, reparieren. Salzig. Ach, ich liebe Wasser mit viel Natrium. Oh, jetzt geht's los. Habe ich die Klappen zu? Die Klappen sind zu. Eine Nacht in der Wildnis. Ich könnte mal, damit es nicht so riecht, mein Essen noch wegpacken. Zurzeit viel unterwegs. Auto waschen, Auto basteln. Was? Ach so, du hast dein. Okay, ja. Ja, ich hab. Muss gucken, welches du meinst. Das in Steam oder das hier auf Twitch? Hä? Wo sind die Bienen jetzt hin? Passiert überhaupt nichts. Also ich weiß, ich habe mich vor ein paar Folgen noch beschwert. Aber gut, das steht auf Medium und hier passiert überhaupt nichts. Ich hatte auf Low was und habe 2, 3 Horden am Tag gehabt. Auf Twitch, okay. Ja, auf Twitch habe ich noch nicht nachgeguckt. Da bleibt mir doch glatt die Stimme weg. Da müsste ich nochmal schauen dann. Nein, nicht die Bienen auf Twitch. Die Bienen im Spiel. Die sind gerade verschwunden. Die könnte ich eigentlich auch mal wieder reinpacken hier. Das Bier benutze ich zum Rennen. Und der Rest ist egal. Ich hatte letztens auch eine Biene, die war am Boden drin. Ich glaube, die Viecher sind einfach viel zu hoch. Die höre ich jetzt einfach nur nicht mehr. Da hinten fliegt zum Beispiel eine. Man sieht sie vielleicht im Stream nicht so gut. Aber man hört sie irgendwie auch nicht. Ja, guck mal, das Kopflicht hat doch schon einen ganz schönen großen Radius. Nur mit der Lichtintensität hapert es noch. Da ist die Biene, warum höre ich sie nicht? Jetzt kommt die Horde, ich höre sie. Eine Feral, geil. Also zumindest denke ich das, weil da ein Hund bei war. Scheiße. Wie kommt der zu mir vor die Tür? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen was an meinem Graben verbessern. Kann natürlich sein, dass er da ein bisschen drüber gebackt ist, weil es ist ja jetzt auf dem Server. Aber eigentlich müsste das reichen. Schlimmstenfalls muss ich da nochmal einen Zaun drum ziehen. Was ist denn so eine Sache für ein Offscreen? Das war's. Will mich verarschen? Was soll denn das? Wir sind in Tag 41. Warum kommen da, also und was sieht mich hier noch? Hä? Mach mal Geräusche. Der ist zu weit weg, das kann doch nicht sein. Bin ich da undetected? Na, was soll's. Nee, also okay, damit muss ich mich noch ausfixen hier. Keine Ahnung, warum mir nur so wenige kommen.
Ich wette, wenn ich auf High stelle, kriege ich 5 Horden am Tag. Black Mesa, du, das weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen, vielleicht mache ich morgen weiter, vielleicht übermorgen. Wird sich zeigen. Ja, wahrscheinlich, also es ist... Na, ich will nichts versprechen. Aber es ist im Moment so, dass ich in ESO quasi darauf warte, dass die Hehler, also die geklaute Ware kaufen, das Einheitenlimit wieder resetten. Im Grunde genommen, also in ESO bin ich gerade dabei, weil einige Leute halt, die haben keine 50.000er Leitung oder keine 16.000er Leitung, die haben halt nur eine 6.000er oder 2.000er und brauchen da eine Woche, um den scheiß Patch runterzuladen, weil der 25 GB groß war. Deswegen können die auch gerade nicht mit mir im PvP spielen, was scheiße ist. Da bin ich halt gerade dabei, mich mehr oder weniger hochzuklauen. Ich mache haufenweise Kisten auf, bla 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 und skille das, damit ich die Skillpunkte da kriege. Und da bin ich halt im Moment am Warten, quasi nachdem ich mein tägliches Limit da fertig habe. Wie kommt der jetzt hier rüber? Ich kann mir nur vorstellen, dass er hier vorne wirklich rübergekommen ist. Um dann weiterzumachen eben. Und wenn dann mein Limit erreicht ist, habe ich nicht mehr allzu viel zu tun. Das heißt, entweder spiele ich dann das hier, Warfunder oder Black Mesa. Eins von beidem. Wenn ich das hier spiele, habe ich einen Stream. Wenn ich Warfunder spiele, habe ich eventuell einen Stream. Weiß ich noch nicht. Aber wenn ich Black Mesa anmache, habe ich auf jeden Fall einen. Ja, 1.6 ist raus. Die haben jetzt das Gerechtigkeitssystem drin. Du kannst Leute beklauen, kannst Leute töten. Richtig geil übrigens. Und alles Mögliche halt. Pferde sind jetzt accountweit. Die ganzen Skalierungen sind drin. Also anstatt irgendwie 3000 oder so, kritisst du jetzt für 30.000. Und das ist so geil. Die Leute im PvP, die sind richtig heftig, weil du, keiner weiß ja jetzt, wie viel HP brauchst du, wie viel das, wie viel du. Also, ich sag mal so. Ich kann mit meinem Bogen auf Distanz, mit einem Schuss, der alle 1,1 Sekunden rausgeht, 12.000 kritten. Wenn du nur 16.000 Leben hast, ja, dann bist du tot, bevor du das überhaupt merkst. Und da gibt es sehr viele, die haben weniger als 20.000 Leben. Und so 25.000 solltest du schon haben. Da ist es im Moment richtig geil. Nur leider habe ich halt nicht allzu viele Leute, mit denen ich spielen kann. Und alleine ist immer so ein bisschen doof. Deswegen mache ich da nicht allzu viel im Moment. Ach so, mein Essen. Aber... ich mache da auf jeden Fall was und ich mache ja auch so ein bisschen PvE, weil man für normale Schatztruhen, die man so am Wegesrand findet, auch Skillpunkte in dem Lug und Trug Baum kriegt. Das ist der, von dem ich halt gerade erzählt habe, mit dem da wo man halt sein Diebeszeug da hochskillen kann, dass man besser schleichen kann, dass du weniger Kopfgeld bezahlen musst und so weiter alles. Ja. Das bin ich halt gerade am Skillen und das dauert halt ziemlich lange. Okay, warte mal. Da vorne. Wenn ich jetzt gerade auslaufe, komme ich dahin. Aber wenn ich das jetzt... nee, warte mal, sonst locke ich hier jeden Zombie im Umkreis von 1 Kilometer an. Ich bin nicht durstig. Ach so, seit wann muss man durstig sein, um Bier zu trinken? Ach so, warte mal. Entschuldigung. So, ich wollte euch natürlich jetzt nicht ins Mikro schnauben. Ja, am 17. ist dann übrigens Buy-to-Play. Das heißt, am 17. kannst du, wenn du das einmal gekauft hast, auch spielen. So. Jetzt mit 1.6 haben sie halt das Champion-System eingefügt und die ersten Vorbereitungen reingebracht. Mit dem Release der Konsolenversion gibt es dann aber erst wirklich die... dieses Buy-to-Play. Dann kannst du kostenlos spielen, quasi. Huch. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht einen Stream mache und das so ein bisschen vorstelle. Das Ganze geklaue, aber eigentlich brauchst du da bloß auf YouTube eingeben, was du suchen willst, und da hast du dann 100 andere Leute, die das schon vorstellen. Aber das PvP, das wird dann natürlich bei mir demnächst dann halt auch nochmal im Stream vorgestellt. Ja, also weniger vorgestellt, sondern mehr gemacht.
Für den PC hast du das, ja, das ist gut. Dann kannst du nämlich kostenlos spielen. Aber du hast, glaube ich, überlegt, ob du das auf die PlayStation oder Xbox oder irgendwas anderes da umwurstest, wenn du das, zum Release. Das geht dann einmal kostenlos, soweit ich das verstanden habe. Guck mal hier, haben wir einen Nagel drin. Da können wir jetzt einmal mit der Nagelpistole schießen. Toll. Die ist total scheiße. Also Kopfschüsse kannst du damit nicht machen. Nein, hier gibt es leider kein Gas mehr. Aber ich kann nochmal in die Apotheke reingehen. Da gibt es vielleicht noch ein bisschen. Hier sieht man übrigens auch oben, da waren so Markisen dran. Die haben mich alle abgebaut. Die sind jetzt bei mir drüben in Form von Sandsäcken auf dem Haus. Ja, warte mal, ich hatte doch, glaube ich, kein Hemd mehr, ne? Ja, man sieht's nicht. Ja, scheiß drauf, hier brauche ich nicht mehr. Ich werde es jetzt mal in die Luft jagen. Frag mich nicht, wie das geht. Im Spiel ist es so. Guck mal, hier gibt es kostenlos Concrete Bricks. Damit hätte ich auch bauen können. Oh, das ist eine sehr gute Entscheidung. Dann können wir nämlich zusammen spielen, wenn du das auf dem PC lässt. Was ist denn noch so viel untouched hier? Willst du mich verarschen? Erste Ding, was ich aufmache, erstmal fetten Beaker drin und ein Antibiotika. Wie lange, ey, wie lange habe ich da am Anfang gesucht? Mich tot gesucht. Leck mich am Arsch, Spiel. Leck mich am Arsch. Wäre cool, wenn ich so eine Pillenbox für zu Hause hätte hier. Aber die ist ein bisschen übertrieben für zu Hause. Ach, was soll ich denn mit diesem scheiß First Aid Kit hier? Vitamine nehme ich mit. So. Ich gehe die jetzt aber nicht alle durch. Das mache ich dann wieder offscreen. Ich wollte da jetzt einfach nur mal so aus Spaß durchgehen. Die Vitamine, die schluckt man immer ganz gut. Da geht dann nämlich die Wellness hoch. Da, guck mal, da ist noch ein Licht an. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob ich hier richtig Pillen noch rauskriege, weil die respawned sind und es ist offensichtlich so, dass es wieder funktioniert. Es würde dann nämlich auch bedeuten, dass ich woanders hingehen könnte, um die Dinger da auszurauben. Muss nur schauen, ob ich die damals auch leer geräumt habe. Gas, geil! Puff. So, dann bin ich aber auch mal gespannt, wie viel Biofuel ich jetzt habe. Ich sollte... Meine deutsche Zunge, die kann das Englisch nicht so gut aussprechen. Biofuel. Biofuel. E100. Oh, ich hasse dieses Wort. 100 auf Englisch. Ja, wenn ich es mit dem deutschen Akzent mache, also wenn ich mir keine Mühe gebe, das ein bisschen zu verdecken und das R wirklich wie ein R ausspreche, dann ist es okay, dann habe ich keine Probleme damit. Nur wenn ich die Zunge so komisch nach oben packen muss, weil die Engländer oder generell englischsprachige Leute dieses R nicht so kräftig aussprechen,
Da kriege ich solche Zungenkrämpfe von. Das geht gar nicht. Aber es ist eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. Ich meine, wenn ich Handrit sage, versteht man es immer noch. Klinge ich zwar wie ein... Naja, anders. Aber es ist okay, man versteht mich. So, warte mal. Ach komm hier, voll durch die Pampa, scheiß drauf. Es ist lange her, dass ich müde war, als ich ins Bett gegangen bin. Vielleicht schaffe ich es heute mal wieder. Da, die da, die da, die da, die da, da, da. Sag mal, du hattest doch irgendwie eine 25.000er Leitung, Trausi, ne? Bei mir läuft es ruckelfrei, ja. Meinst du den Stream jetzt für dich? Weil das müsstest du eigentlich sagen. Aber bei mir läuft alles ruckelfrei. Ich habe volle FPS hier. Ist auch ganz gut so, weil ich habe wirklich die letzte Ressource dann in das Ding jetzt reingepackt. Lags habe ich wirklich nur ab und zu mal. Wenn ich ihn nicht neu gestartet habe. Also einmal am Tag sollte man den mindestens neu starten. Ach, 50.000. Genauso wie ich. Okay. Ja, theoretisch könntest du dir den Patch für ESO ja schon runterladen. Das dürfte nicht lange dauern. Halbe, dreiviertel Stunde und guck mal, meine Bäume sind gewachsen. Oh, sieht das schick aus. So wollte ich das immer haben. Da rechts könnten vielleicht noch ein paar mehr hin. Denn hier vorne muss ich stutzen, weil hier vorne im Weg hängt. Aber ansonsten sieht cool aus. Ja, da muss ich nochmal schauen. Die muss ich höher setzen, sonst. Hier, der muss nochmal eins höher. Aber ansonsten, ne? Sieht schick aus. Mein Turm habe ich auch umgebaut. Da wollte ich noch Fackeln drumherum hängen. Und ansonsten hat sich hier oben auch nicht allzu viel geändert. Hier vorne die Kartoffeln, die könnte ich direkt mal, wenn ich schon mal dabei bin. So, das waren 36, das sind 18, 18 mal 3, 54. Naja, 54 plus 18. Ich will nämlich mehr Kartoffeln anpflanzen hier. Ne, warte mal, ich ziehe die 54 hier durch und hier drüben baue ich dann noch Mais an. Ja, das dauert. So. Dann... Das wird jetzt scheiße, weil Kartoffeln sieht man immer so schlecht. Da bin ich hier mal... Also, verzeiht, wenn ich gerade mal gar nichts sage, aber ich muss mich kurz konzentrieren bei den Dingern. Okay, zwei sind übrig, perfekt. So, das gleiche brauche ich hier, 54. Den Rest kann ich schon mal reinpacken, der wird dann nämlich umgewandelt später. Ist es fertig? Nein! Okay. Was mache ich denn da jetzt? Da waren... Oh.
64, 70. Da waren 90 Tello drin, glaube ich. Muss mal kurz gucken. Tello 1, gib mir mal 1. Das ist 1 zu 1. Das ist 1 zu 1. Das heißt, das Tello kannst du wieder haben. Ich gebe mir mal 80 Biofuel, ja. 10. Das kann eine Weile dauern. Scheiße, ey. Der hat das nicht gespeichert da drin. Zum Kotzen. Warte, warte, das Essen kommt hier vorne hin. Ja. Könnte ich das Zeug hier mal umlagern? Fast ein ganzer Kühlschrank nur mit Tee. So, die Kartoffeln kommen da vorne wieder hin. So, das Korns. Ja, ne. Ich räume mal ein bisschen ein. Warum nochmal habe ich die Nägel? Achso. Der kommt da jetzt erst wieder rein. Das, 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 das. Ja, nur keine Spielzeit. Also, keine Ahnung, ob du, wann du das jetzt geschrieben hast. Du hast es dann aber schon mal fertig, deswegen. So, dann kann ich jetzt nochmal einen Platz schaffen, wenn ich den hier auflade. Eins habe ich schon, sieben brauche ich. So. B. O. Leerzeichen? Nee. U. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mein Gott, dann sind es halt nur 78. So, nicht, dass ich wunderst, ich habe da wirklich einen Stack und fast einen zweiten vollen Stack reingepackt. Aber irgendwie durch den Serverneustart ist es jetzt weg. Eigentlich sollte das hier drin brutzeln. Hier ist auch nochmal was. Der ist weitergekommen. Aber das andere, das ist jetzt weg. Das habe ich. Oh Gott, ey. Leck mich doch am Arsch, Spiel. Egal. Ich habe ja eh noch, ich glaube, 40 Barrel. Das sollte dann auch für die nächste Zeit reichen. Ich wollte jetzt einfach nur mal ein bisschen Biofuel herstellen und mir daraus dann halt ein normales Benzin machen. Um einfach nur mal zu wissen, wie es geht. Denn es ist, das dauert scheiße lange. Das, so viel kann ich dir sagen. Du musst nämlich zuerst mal normalen Alkohol herstellen. Das machst du mit, ich glaube, Mais. Mehl und irgendwas anderes. Habe ich schon wieder vergessen. Das musst du mit einem Kochtopf, glaube ich, machen. Dann musst du Fett kochen zu Tallow und das Tallow mit einem Beaker dann zu Biofuel. Den Biofuel musst du dann mit dem Alkohol kombinieren. Kann ich dir gleich mal demonstrieren. Bio. Gascane. 15. Guck dir das an. Also da bist du besser dran, wenn du einfach irgendwo was ausrauben gehst. Hier habe ich nochmal 40 Barrel. Die habe ich dann aus der Stadt geholt da. Aber es ist echt nicht viel, ne? Muss nochmal gucken, wie ich den Alkohol herstelle. Alk. Grain. Nee. Keine Ahnung, was war denn das?
Habe ich in dem Beaker Wasser? Ah ja, genau. In dem Beaker brauchst du Wasser und Mehl. Maismehl. Da kannst du dann Biofuel, Quatsch, Alkohol herstellen. Gas. So, das bedeutet, hier habe ich wieder Mais. Aber ich habe kein Wasser. Ah. Der Server macht gerade wieder Spacken. Ist egal. Wow, alter Arsch. Ja, ja, der ist wieder kurz vorm Abschmieren. Mehr oder weniger. Egal, jetzt mache ich mir erstmal hier noch das Zeug. Es dauert mir jetzt zu lange. 128 plus 38. Wie heißt denn das? Ach, Korn. +32. So. Bleibt schön da liegen. Dann nimmst du dir den Beaker. Und kommst nicht in dein Lagerfeuer rein, weil er wieder rumspielt. Ja, jetzt nehme ich die Maiskolben wieder auf, weil ich so oft E drücke. Gut, dann kommt nochmal her. Oder das Ding ist jetzt wieder verbuggt. Das kann natürlich auch sein. Dann komme ich jetzt an mein Wasser nicht ran. Nö. Ja. Ja, gut, der ist gerade wieder am Rumlegen. Also der ist wieder Neustart fällig. So, dann kommt das da rein. Das kommt. Das kommt da rein. Und dann würde ich jetzt eigentlich dort noch ein Wasser hinzufügen. Und dann würde das braten. Okay, so. Das kann ich jetzt aber nicht machen, weil ich muss erstmal wieder neu starten, damit ich da rankomme. Das ist leider noch so ein Bug. Der ist halt beim Multiplayer generell so. Liegt jetzt nicht am Server. Da muss man jetzt halt mal mit leben. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Beim nächsten Mal geht's halt wieder. Weil ich mache jetzt erstmal wieder Schluss. Es war eigentlich eine recht erfolgreiche Folge, würde ich sagen. Ich habe meinen Außenposten fertig gekriegt. Bin wieder zurückgekommen. Und war ganz erfolgreich, meiner Meinung nach. Gut. Ja, gut. Da brauche ich jetzt auch nicht großartig sagen, danke fürs Zuschauen. Heute haben mir nur 2 Leute zugesehen. Aber wie immer, Dankeschön euch beiden. Auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich dann halt morgen. Entweder mit War Thunder, Elder Scrolls Online, Black Mesa oder 7 Days to Die. Irgendwann im Laufe des Tages. Gut, ich wünsche noch eine schöne Nacht, weil ich werde jetzt nicht mehr allzu lange machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, beziehungsweise hören uns. Bis dahin, tschüss!